Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und ich habe ja wirklich lang nichts mehr von Diamond Blocks vorgestellt auf diesem Kanal. Und habe ich gedacht, das erste Set, was wieder aus Diamond Blocks besteht, muss ein richtig, richtig cooles sein. Und deshalb habe ich nicht irgendein 0815 Set mitgebracht, sondern ich habe heute für euch die große Diamond Blocks Titan. Wie ihr seht, es ist jetzt keine OVP dabei. Da sehen wir gleich mal wieder, okay, ist wahrscheinlich aus China bestellt und habt ihr vollkommen recht, wurde im Polybag geliefert, ist aus China bestellt worden und kostet um die 18 Euro. Wenn ich jetzt das Ganze hier mal aufmache, haben wir hier drin natürlich einiges an Teiletüten, haben hier wieder diese Wasserplatten, wie ich sie auch schon bei dem Diamond Blocks Kampfschiff mit dabei hatte. Davon haben wir insgesamt 8 Platten dabei. Haben hier die ganzen Teiletüten, aber gut, Diamond Block Teile kennt ihr, da muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal mit euch drüber sprechen, über die Qualität reden wir dann beim Bau und haben natürlich auch die Anleitung wieder mit dabei. Und die ist sehr, sehr ähnlich wie damals der Flugzeugträger, wir haben insgesamt 1860 Teile. Es ist die Nummer 66503, ist ab 14 plus geeignet, was schon ein relativ hohes Alter ist für solche Sets, was ja auch wahrscheinlich angebracht ist bei 1800 Diamond Blocks. Und das ist wieder so eine, ich sag mal, Kalenderanleitung, die man so nach oben aufklappen kann. Ich finde die vorne ganz schön designt. Schade, dass sie da so zusammengeknickt gekommen ist, aber das ist halt dem geschuldet, dass es hier im Polybag aus China kam. Wir haben hier hinten auf der Anleitung noch wie so Eisberge drauf, haben hier quasi ein Foto von der echten Titanic und dann nochmal das Diamond Blocks Modell. Auf der Rückseite haben wir nochmal ein Bild von der fertigen Titanic und dass man eben die Schornsteine hier nochmal klappen kann. Das ist immer wichtig, um diesen spektakulären Schornsteinwinkel der Titanic hinzubekommen. Wenn wir jetzt hier in die Anleitung schauen, dann ist das wieder diese typische Draufsichtanleitung und wir bauen hier wieder quasi die Platten nach, wie schon bei dem Flugzeugträger war. Hat mir damals sehr viel Spaß gemacht, nach dem Prinzip zu bauen und ich denke, deshalb wird es mir auch dieses Mal wieder mal Spaß machen. Und wir sehen schon, das geht hier von den Bauschritten sehr schnell voran, viele Teile pro Bauschritt und deshalb haben wir im Endeffekt auf 1800 Teile nur 18 Bauschritte. Beziehungsweise, wenn man das den letzten hinteren hier mit Finish noch dazu zählt, 19, aber das ist ja kein wirklicher Bauschritt, sondern da klappt man ja nur die Schornsteine nach hinten. Aber ich finde, man kann immer so viel über Sets reden, aber man weiß überhaupt gar nichts über das Set, bis man es gebaut hat. Und dementsprechend würde ich sagen, ich fange jetzt an zu bauen und dann sehen wir uns beim ersten wichtigen Bauschritt wieder. Viel Spaß dabei! Und wir sind jetzt schon fertig mit Bauschritt Nummer 6 und das geht hier richtig, richtig voran. Und allein dieses Bild hier, wie ich es liebe, die ganzen Teile und oh, es ist wunderschön, da geht einfach mein Klemmbaustein-Herz auf. Auch wenn es nur Diamond Blocks sind und eben keine richtigen, ich sag mal, Lego-Größensteine, ist das einfach super, super cool. Bei dem Flugzeugträger haben wir ja auch ähnlich auf den Platten hier quasi mit diesen durchsichtigen Teilen Schaum simuliert. Jetzt hier bei der Titanic machen wir das noch ein bisschen passender, das heißt eben Eis simulieren und wir haben hier so einen kleinen Eisberg schon mal angedeutet. Und wer jetzt gut aufgepasst hat, weiß, wie hoch wir jetzt schon gebaut haben nach 6 Bauschritten. Logisch, es sind jetzt 7 Blöcke hoch. Ich muss jetzt immer mal schauen auf der ganzen Länge, dass ich jetzt nicht auseinanderbreche, wenn ich euch das jetzt auch noch seitlich zeige. Weil wir haben wieder ein Problem. Natürlich wölben sich die Platten hier auf diese Länge wieder so ein bisschen auf. Also das kippelt auch hier. Aber das wird ja, wie wir das schon vom Flugzeugträger kennen, dann gegen Ende besser, wenn mehr drauf gebaut ist. Und dementsprechend muss ich aufpassen, dass ich das jetzt nicht auseinandernehme, wenn ich das drehe. Ich würde sagen, ich drehe es aber trotzdem einfach mal. Hier haben wir schon eine Platte, die ein bisschen lockerer ist. Die nehme ich jetzt mal ab. Die ist nur von ein paar Teilen gehalten. Dementsprechend kann die auch nicht super fest sein. Aber gut, das stört jetzt nicht, wenn wir die kurz abnehmen. Den Eisberg habt ihr ja schon anfänglich gesehen. Und wenn wir das jetzt hier drehen, dann sehen wir bauen hier so einen richtig schönen Rumpf von der Titanic. Und ich finde das super cool, dass man mit den Diamond Blocks halt hier wirklich richtig detailliert reingehen kann. Wir haben eine richtig, richtig detaillierte Darstellung quasi. Mit richtig vielen Ebenen und wunderschönen Kanten. Also das gefällt mir bisher sehr gut. Gibt aber natürlich noch nicht so viel zu zeigen, weil es sind halt einige rote Platten und einige schwarze Platten, die aufeinander gestapelt wurden. Der Hauptteil von dem Schiff kommt ja erst noch. In den nächsten Schritten fangen wir jetzt an, mit diesen gelben hier zu bauen. Also wir fangen dann so langsam an, das hier zu beplanken quasi und deuten schon mal so die erste Ebene von dem Deck an. Ich habe auf jeden Fall bis hierhin sehr, sehr viel Spaß und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten wichtigen Bauschritt wieder. Ja, und der Bau hat leider jetzt wirklich für eine Woche lang stagniert, weil ich überhaupt nicht mehr dazu kam. Da habe ich schon am Samstag ja ein kurzes Video gebracht. Dieses Video wird ja am Sonntag kommen. Im Endeffekt habe ich in dem Samstagsvideo schon alles, soweit wie ich es erklären kann, dazu erklärt. Aber wir wollen jetzt gar nicht mehr über dieses Thema reden, sondern über das Set.
Und ihr seht, hier geht ordentlich was voran. Und zwar haben wir hier schon wieder einige Ebenen drauf gebaut. Das letzte Mal habt ihr ja quasi die gesehen, bevor hier diese gelben Platten drauf kamen. Und wir sind jetzt schon wieder drei Ebenen höher. Was fällt bei den Bauschritten auf? Naja, das sind auf jeden Fall erstmal die Ebenen, die am längsten zu dauern brauchen von diesem Set. Liegt daran, dass wir hier diese vielen Einersteine haben. Also wir haben hier ja hier eine ganze Reihe Einersteine. Einersteine, 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 Einersteine. Und das haben wir ja auf beiden Seiten. Und man könnte das auch Teiletreiberei nennen. Ich will es auch gar nicht mal so nennen, weil im Endeffekt, man braucht diese Steine am Ende für die Optik. Und damit ist das völlig okay. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass sich dann dieser Bauabschnitt, wo wir von hier bis hier diese abwechselnden Einersteine bauen, schon sehr nervtötend sein kann. Das zieht sich wirklich in die Länge wie Kaugummi. Ansonsten haben wir hier vorne quasi schon ein wenig Deko wieder mit drauf gebaut, auch schon die ersten Platten. Und haben hier schon ein wenig Deko drauf gebaut und auch wieder die ersten Platten. Ich muss jetzt sagen, ich bin erstmal froh, dass ich durch diese Phase der Bauschritte durch bin. Habe schon die nächsten Seiten angeblättert. Da kommt nicht mehr sowas komplett nervtötendes. Glas kommt zwar noch mal eine Reihe mit diesen roten Trans-Clear-Teilen drin, aber es ist eben nur noch eine Reihe. Man hat schon zwei geschafft. Also ich sage immer, jetzt geht jeder Schritt aus dem Wald hinaus und nicht mal in den Wald hinein, weil wir schon mehr als die Hälfte geschafft haben. Als nächstes bauen wir jetzt die Schornsteine und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal wieder an zu bauen. Ich habe mich schon die ganze Woche eigentlich drauf gefreut. Ich war wirklich innerlich ein bisschen traurig, dass ich hier nicht mehr weiterbauen konnte. Was schon mal sagt, dass das Set auf jeden Fall bisher Spaß gemacht hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten wichtigen Bauschritt wieder. Und wir sind jetzt fertig mit Bauschritt Nummer 15 und das heißt, wir biegen auf die Zielgerade ein. Und ich zeige euch erstmal das Schiff von der Seite. Und dann sehen wir schon, wir sind wieder um einige Ebenen nach oben gekommen. Und das merken wir auch, es ist auch gewichtsmäßig schon mal was dazugekommen. Also selten hat man das, dass Diamond Block Sets wirklich was wiegen, aber das hat schon ein ganz gutes Gewicht. Aber ich habe schon einen Kritikpunkt, der mir den Bau ein bisschen verdorben hat an einigen Stellen. Und zwar werden die Schornsteine mit solchen Kugelgelenken hier festgemacht. Damit wir eben den Schornstein dann am Ende in quasi gekippte Lage bringen können, wie eben auch die Schornsteine bei der Titanic standen. Das an und für sich ist ja cool. Aber das Problem ist, diese Drehgelenke haben nicht die beste Qualität und ich möchte auch die Schornsteine kaum anfassen, weil wir haben ja jetzt hier alles verkleidet, wir kommen an die Drehgelenke nicht mehr ran. Und wenn uns jetzt dieser Schornstein hier irgendwie durch Druck von oben aus dem Drehgelenk rausknickt, dann können wir hier wieder zwei Ebenen abbauen, um dann wieder irgendwie an das Drehgelenk zu kommen und den Schornstein ranzumachen. Und wie gesagt, die Drehgelenke haben nicht die beste Qualität. Und ich habe schon zwei oder dreimal angefangen, hier oben das Ganze wieder auseinanderzureißen, um einen Schornstein wieder in sein Drehgelenk zu bringen. Also ganz ehrlich, da hätte ich es lieber, dass die Schornsteine gerade stehen, weil so gut gekippt sind sie auch nicht. Die sind vor allen Dingen sehr ungleichmäßig gekippt. Also die haben eine gute Stellung. Der hier ist fast gerade, der ist wieder relativ wenig gekippt. Da muss ich sagen, da hätte ich es fast gerade besser gefunden und dafür aber dann solide gebaut. Weil wie gesagt, ich habe richtig, richtig Angst, hier ranzugehen, weil ich denke, okay, der Schornstein bricht wieder nach innen ein und ich kann hier wieder alles auseinandernehmen. Was auch keine so gute Idee ist, sind diese angedeuteten Kräne hier. Das Problem ist, die sind jeweils immer als so eine abgerundete Viererplate auf nur einem Brick sitzend. Das bringt nicht genug Halt. Also wenn man da rankommt, brechen die sofort quasi nach vorne ab. Manche haben dann wenigstens so viel Halt, dass sie... Zumindest, wenn man sie nicht anfest halten. Aber zum Beispiel dieses hier hält nicht mal, wenn man es nicht anfest. Also das ist hier wirklich nur am Rumwackeln, das hält nicht. Ansonsten ist das natürlich für Diamond Blocks bisher schon eine imposante Sache. Und ich würde sagen, ich baue das Ganze jetzt zu Ende. Und wir sehen uns dann mit dem fertigen Set in 3, 2, 1. Und fertig ist die Titanic aus 1860 Diamond Blocks. Und ich muss sagen, dieses Set hat super, super stark angefangen und ihr habt wahrscheinlich im Laufe der Zeit gemerkt, dass sich meine Laune zudem schlecht mit jedem Bauschritt, den ihr gesehen habt, ein bisschen verschlechtert hat. Und so ist es im Endeffekt auch. Weil ich meine, schaut euch dieses Set von oben an. Klar, ihr habt jetzt erstmal nur die Draufsicht. Sieht das für euch wie ein fertiges Set aus? Ich weiß ja nicht. Also für mich nicht. Ich kann euch da mal was vergleichsweise zeigen. Nehmen wir doch zum Beispiel mal den Flugzeugträger aus Diamond Blocks, den ich euch schon mal gezeigt habe. Sieht der für euch wie ein fertiges Set aus? Sieht das für euch wie ein fertiges Set aus? Das Ergebnis ist leider wirklich enttäuschend. Und natürlich, meine Erwartung an so ein Set ist nicht so groß wie an eine Kobi Titanic. Das kann es gar nicht sein, wenn dieses Set 20 Euro kostet und aus Diamond Blocks besteht. Und natürlich ist meine Erwartung erst recht nicht so groß wie an die absolut kranke Lego Titanic. Aber meine Erwartung war größer als das. Und die Macher wissen das wahrscheinlich von dem Set.
Weil schaut mal, wie sie das Set bewerben und fotografieren. Na? Da wird diese Draufsicht, die wirklich nicht gut aussieht, sehr, sehr, sehr gut vermieden. Und so von der Seite sieht schon in Ordnung aus. Obwohl es da auch seine Schwächen hat. Also zum Beispiel finde ich, es könnte ein bisschen schöner abgestuft sein. Also das geht hier ja wirklich dann gerade hoch. Und ab dem Moment, wo es nur noch gerade hoch geht und die Decks sich aufbauen, wird der Bau schlecht. Das ist leider so. Wenn wir so anfangen, den Schwimmkörper unten zu bauen, macht Spaß. Da haben wir noch viele, da haben wir noch so ein bisschen Raffinesse im Bau drin. Sobald wir aber dann nur noch gerade nach oben bauen, kommen wir dahin, dass wir irgendwelche Einer nebeneinander schlichten, was unglaublich viel Teiletreiberei ist und unglaublich wenig Bauspaß. Dasselbe hatten wir in den Schornsteinen. Unglaubliche Teiletreiberei. Das glaubt ihr nicht. Also in diesen Schornsteinen, die hier drin sind, sind 80 Einerbricks verbaut. Und dann fragt man sich, warum sind da 80 Einerbricks verbaut in so einem Schornstein? Warum muss das sein? Und dann denkt man, okay, wir bauen ja jetzt das oberste Deck. Und das muss dann was hermachen. Das muss gut aussehen. Und das oberste Deck sieht dann halt nicht gut aus. Klar, natürlich haben wir bei einer Diamond Block Titanic keine Seile gespannt. Ist völlig logisch. Das hätte es auch nicht mal unbedingt gebraucht. Aber es ist halt auch davon abgesehen, vom Aussehen her, nichts. Und was soll ich da noch dazu sagen? Diamond Blocks leben davon, dass man viel bekommt für wenig Geld. An Teileanzahl. Weil halt die Teile kleiner sind und logischerweise damit billiger. Das haben wir natürlich auch hier. Wir haben hier 1800 Teile, noch einige Ersatzteile, die ihr hier hinten mit liegen seht, für um die 20 Euro. Man hat damit auch am Anfang Bauspaß und gegen Ende flacht es halt wirklich sehr ab. Und der Bauspaß verwandelt sich so ein bisschen in Baufrust. Und wenn wir jetzt mal von der Draufsicht weggehen in die Detailansicht, dann sieht das ehrlich gesagt nicht unbedingt besser aus, oder? Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Ich finde, das ist jetzt nichts Überragendes, leider. Und das nächste ist im Endeffekt, dass nicht mal das Deck hier oben richtig hält. Also wir haben hier so viele Verstrebungen, auch wieder durch Teiletreiberei, die man, wenn man hier oben drauf baut, wieder nach innen drückt. Das hätte nicht sein müssen. Das wäre super einfach zu lösen gewesen, hätte man nicht die Teiletreiberei gemacht. Hätte man dieses Set mit 1300 Teilen rausgebracht, wie den Flugzeugträger damals, mit größeren Teilen, ohne die Teiletreiberei, mit mehr Bauspaß, hätte ich euch sofort eine Kaufempfehlung dafür geben können. So bin ich da wirklich sehr gespalten. Warum soll ich euch eine Kaufempfehlung für ein Set geben, was mir optisch am Ende nicht wirklich gefällt und wo der Bau ab der Hälfte überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat? Und wenn wir da konsequent sind, also Franzi und ich, muss ich sagen, sorry Leute, kann ich euch nicht empfehlen. Die Teilequalität ist farblich in Ordnung, vom Baugefühl in Ordnung, für Diamond Blocks wirklich gut. Aber das Set an sich ist eben nicht gut. Wenn ihr es als Teilespender kauft für andere Diamond Block Sets, dann habt ihr was davon. Ansonsten leider nicht. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Könnt natürlich auch gerne ein Like und ein Abo dalassen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Und dann wünsche ich euch trotzdem noch einen wunderschönen Tag und einen schönen dritten Advent. Haut rein, euer Valleybrick.